Elizabeth und Marco tratschen jetzt wie eine Eins. Hoffentlich klappt das diesmal besser als in der letzten Folge. Und ich wünsche euch herzlich willkommen zurück zu der Familie Stinson in The Sims 4. Die haben sich erstmal hingesetzt. Ich schwenke. Kannst du nicht irgendwie romantisch werden? Das ist ja unglaublich. Warum geht das denn nicht? Ich hoffe, das klappt jetzt. Vielleicht kann sie es mal bei ihm probieren. Irgendwie flirten oder so. Ansonsten funkt es irgendwie bei den beiden nicht. Er will das... Oh, das ist ja unglaublich. Scheiße, ich vermasselte gerade ihre Freundschaft. Fuck. Ich weiß aber überhaupt nicht, warum das gerade nicht geht. Probieren wir es irgendwie anders. Nee, nicht auf Wiedersehen. Das ist ja sinnlos. Tratschen. Anmachspruch. Bewunderung ausdrücken. Da könnten wir es vielleicht irgendwie anfangen mit. Und mit Familie angeben. Hey. Einen Anmachspruch können wir auch probieren. Sie sind beste Freunde geworden. Das ist natürlich schön. Warum können sie denn nicht einfach mehr als Freunde werden? Das fände ich noch besser. Ist irgendwas passiert? Haben sie jetzt... Ja, hey, wir sind romantisch, wir sind kokett. Also Marco ist kokett, glaube ich. Elizabeth auch. Flirtiger Laune. Sie möchten Techtelmechtel. Das geht mir dann doch wieder zu schnell. Jetzt geht es aber wenigstens mit der Romantik. Können wir jetzt verführen und Händchen halten. Dann können wir knuddeln. Wenigstens klappt es jetzt. Da sind wir uns ein bisschen näher gekommen. Oh, wie süß. Nee, das ist ihr dann schon wieder zu viel. Oh. Ja, okay. Wenigstens geht das. Mehr Auswahl. Romantik. Kompliment über Aussehen machen. Hey, die Kinder sind von der Schule zurückgekommen. Schöne Sache. Verwende das Klo einfach mal. Und Gracie ist direkt an den Computer gegangen. Ansonsten haben wir ja auch nichts, was wir mit Gracie machen können. Ich meine, ist ja sehr langweilig. Wir könnten mal die Grusels, keine Ahnung, wie man sie halt ausspricht, könnten wir mal besuchen. Oder wartet mal, wie ging das? Kann man jetzt direkt jemanden einladen? Einladen, hier abzuhängen. Guck dir das an. Lad einfach mal den Alexander ein. Was macht er? Warum ist er beschämt? Privatsphäre gestört. Oh, das tut mir leid, Junge. Du kennst sonst keine Leute, hast auch... Ja, gut. Er macht jetzt Liegestütze. Okay, kannst du nicht mitmachen? Ich weiß nicht, wie das geht, dass er Liegestütze machen kann. Aber hey, okay. Schmeckt das verdorben, weil du hier so sagst? Nö, keine Ahnung. Sie ist selbstsicher, das ist natürlich schön. Kommt dieser Alexander jetzt vorbei? Kommt er jetzt? Alexander ist bereits in der Nähe. Ach, da ist er ja schon. Hallo. Über Schule reden. Guck mal. Freundlich. Über Süßigkeiten schwärmen. Guck dir das an. Der Alexander ist da. Mach einen Toilettenwitz. Probier dich einfach mal ein bisschen aus. Leg ihn mit dem Handschocker rein. Irgendwas wird ja schon zwischen euch laufen. Hoffentlich. Joa. Irgendwie bester Schulfreund oder so, kann ja sein. Rumblödeln könnt ihr ein bisschen... Was macht er denn da? Achso, er lacht. Okay. Ich dachte jetzt, er tut sie irgendwie schimpfen oder so, weiß ich nicht. Konnte man nicht... Was wollte ich eigentlich machen? Irgendwas wollte ich spezifisch machen, aber ich weiß nicht mehr was.
Umarmen sie sich jetzt? Das wäre ja mega süß. Ach nee, sie legt ihn rein. Das ist ja witzig. Oh. Wie süß. Ja, ich liebe Kinder in Sims. Oh. Okay. Mit ihm wollte ich doch eigentlich... Ich wollte was mit ihm machen. Ich hab vergessen, was. Nicht gut. Das war jetzt nicht gut. Wir haben sich irgendwie... nicht gut verstanden gerade. Keine Ahnung, kannst mal jemanden parodieren? Schade, dass kleine Kinder noch keine Beziehung haben können. Das fände ich nämlich echt süß, wenn die so eine kleine erste Kindergartenbeziehung bzw. Grundschulbeziehung machen können. Gibt es ja auch schon im realen Leben. Ich bin das perfekte Beispiel für. Okay. Können wir sonst noch irgendwas mit den beiden machen? Unfug. Guck mal. Einfach ein bisschen anfreunden. Der Dylan, was macht der gerade? Der ist gerade alles egal. Und sie kann gelangweilt duschen. Stört sie natürlich nicht, dass ihre Schwester drin ist. Die gerade die Videospielfähigkeit erworben hat. Im Klo. Natürlich. Warum auch nicht? Du kannst mal hier das Klo benutzen. Ich hoffe, du bist da nicht beschämt oder so. Ich meine, deine Schwester duscht neben dir. Da dürfte das eigentlich kein Problem sein. Aber manchmal weiß man bei den Sims ja nicht. Hallo, Klo benutzen? Wann geht dein... Musst du heute eigentlich zur Arbeit? Nee, du hast heute auch frei. Ach so, das heißt, wir können ja jetzt schon einkaufen gehen. Weil wir ja heute sonst kein Geld mehr verdienen. Ich dachte, wir müssen jetzt arbeiten. Wie mache ich das eigentlich? Ich hatte mir überlegt, alles mit Holz auszulegen. So, hier komplett. Dann dachte ich mir, dass wir vielleicht hier die Wände mal ein bisschen verschönern. Ich tippe auf rosa und blau, fände ich ganz gut, wenn da beides vertreten wäre. Und vielleicht irgendwie noch eine Holzfarbe dazwischen. Vielleicht so ein dunkles Holz. Nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Das hier? Nein. Das ist sowieso nicht so mein Stil. Haben wir hier noch Holz? Ja. Das ist nicht so cool. Vielleicht grau. Okay, das gefällt mir alles nicht so. Muss ich ehrlich sagen. Okay, wir probieren es anders. Wir schauen mal bei Anstrich, ob wir da vielleicht blau und blau und rosa bekommen. Möglichst schönes rosa, schönes blau. Wobei, eigentlich ist ja... Nee, wir brauchen gar keine blau und rosa, weil wir ja beide die Lieblingsfarbe blau haben. Die eine etwas heller, die andere etwas dunkler. Deswegen probieren wir hier mal ein bisschen hell-dunkel-Aspekt rauszuholen. Ungefähr so. Jetzt holen wir das dunkelblau noch. Hoffentlich passt das dazu. Wie zum Beispiel das ist nicht... Ah, ich sehe gerade nichts. Ist mir zu hell. Ist mir zu neon. Das gibt's nicht. Naja, Wie wär's mit irgendwie einem noch dunkleren Blau? Das geht. Das nehme ich jetzt einfach mal. Ja. Machen wir das noch. Dass der das einfach... Ich fand das Sims 3-System besser, wo man das so einfärben konnte. Ah gut. Muss man halt mit klarkommen. Wieso ist denn hier nichts zum Ändern vorhanden? Ach so, wurde schon geändert. Wir haben immer noch 309 Simoleons. Da sehe ich gerade, da habe ich noch eine Wand nicht eingefärbt. Welche Farbe machen wir die Wand jetzt? Vielleicht weiß oder so, grau? Ja, sieht man eh nicht. Okay, wir brauchen einen Teppich. Hätte ich gerne. Oder wir machen einfach mal ein paar Kindersachen. Kinder! Haben wir gerade nicht sehr viel, außer einem Bett.
Ich fände schöne Spielzeugkiste vielleicht. Ach, das ist ein Nachttisch. Können wir uns auch... Ich kann mir keine Spielzeugkiste... Doch. Nee. Kann ich mir keine Spielzeugkiste leisten? Das ist ja unglaublich. Warum? Gibt es hier keine Spielkiste? Hä? Aber es... Ah, hier. Hier haben wir es. Wir haben sie gefunden. Hier, dieses Blau finde ich am passendsten. Dann machen wir so ein Spieleckchen hin. So. Vielleicht können wir uns jetzt noch einen Teppich leisten. Deko. Irgendwie ein Teppich. Hier sowas. Vielleicht, ich wollte den runden hier. Vielleicht in Blau. Dunkelblau. Wir färben den einfach mal so ein. Dann können wir auch gucken, was am besten passt. Ja, ich finde, das passt super süß. Hallo, ich wollte eigentlich die Hand hier. Ungefähr so kann man... Oder... Nee, wir stellen das erstmal hier hin. So, perfekt. Gehen wir wieder in den Live-Modus. Und können mit Ellen noch ein bisschen was suchen. Oder gibt es hier nichts mehr? Scheinbar gibt es nichts mehr. Dumm gelaufen. Ich hätte mich echt noch... Ich glaube, Marco kann mal angeln gehen. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Fische oder so. Damit wir auch wieder ein bisschen Geld in die Haushaltskasse bringen. Damit sich das Haus langsam, aber sicher füllt. So, Alexander ist immer noch da. Warum fühlt sie sich jetzt unwohl? Ist sie müde? Du gehst trotzdem nicht schlafen. Da gehst du vielleicht duschen, aber nicht schlafen. Weil... weil dieser Schlafrhythmus hier echt grausam ist. Dylan, aufstehen. Du kannst dich ja so lange mal mit Alexander beschäftigen. Nee, nicht bitten zu gehen. Das wäre ja doof. Alexander einfach mal freundlich vorstellen. Und er hat die Angelfähigkeit erworben. Hat er denn schon was gefangen? Ich hoffe doch. Nee, er hat aber Rosen im Inventar. Können wir auch direkt mal verkaufen. Da haben wir nämlich wieder ein bisschen Geld. Hey, immerhin. Was wir als nächstes holen, ist vielleicht mal eine Staffelei. Da können wir noch ein bisschen Geld damit sammeln. Gucke ich dann auch gleich mal, wie teuer sowas ist. Sie guckt jetzt einfach mal nach ihrem Buch. Ging das nicht irgendwo? Hier schreiben. Weiterschreiben. Hier. Und er kümmert sich jetzt um den Alexander, damit er sich auch mal ein bisschen mit ihm anfreundet. So. Mach einfach mal, damit es dann auch besser geht. Ich würde gerne wissen, was seine, nicht beschimpfen, was seine Merkmale sind. Das würde mich jetzt schon mal ein bisschen interessieren. Werde ich aber wahrscheinlich noch früh genug rausfinden. Wir spulen einfach mal ein bisschen. Haben wir schon Hausaufgaben gemacht? Nee. Das könnt ihr dann nämlich auch machen. So. Und ja, Dylan scheint sich nicht so gut mit Alexander zu verstehen. Ist ja egal, dafür versteht sich Gracie mit ihm sehr gut. So. Marco, sind die Fische zu clever? Das ist nicht gut. Dann sagt er einfach mal auf Wiedersehen zu seinem Klatschtantenclub und geht nach Hause. Oder macht Liegestütze. Ist auch okay.